Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, ein bisschen später geworden heute. Ich dachte mir, ich zünde mal diverse Dinge an. Und ja, es passt gut zum ersten Thema. Ich werde jetzt mehrere Videos in dieser Location auf diese Art und Weise hier entsprechend verfolgen. Liegt daran, dass ich noch gefühlte 6 Tonnen Grillanzünder ja geschenkt bekommen hatte. Mal. Und jetzt habe ich halt 6 Tonnen Grillanzünder rumliegen. Und die müssen natürlich in irgendeiner Form irgendwann mal fachmännisch entsorgt werden. Ne? Heißt, wir brauchen die jetzt auf, indem wir sie als Beleuchtungseinheit für nächtlichen Videodreh verwenden. Ne? So, das wäre also infolgedessen der Plan gerade. Und der wird jetzt umgesetzt. Und zwar mit einem an sich eigentlich kurzen Video zum Thema. Ich bin wieder was gefragt worden. Und zwar, wie ist denn das, wenn sich jetzt die ganzen YouTuber, die ja Feuerle im Walde machen, beim Feuerle im Walde machen, denn immer filmen? Filmt man sich da bei einer Straftat? Kann man da nicht eben entsprechend ein wenig verknackt werden oder ein wenig bestraft werden? Ist das nicht einfach im Grunde relativ dämlich, sich bei einer Straftat zu filmen? So, grundsätzlich halte ich es schon für relativ fragwürdig, wenn man sich da beim Feuerlemachen im Walde eben entsprechend ablichtet. Das Problem ist jetzt allerdings folgendes. Feuermachen im Wald ist ja nicht generell immer verboten. Es könnte ja sein, dass die dort im Wald Feuer machende Person tatsächlich berechtigt ist, dieses Feuerle zu machen. Und das macht es jetzt schon mal schwierig für jemanden, der jemanden verknacken möchte, der Feuer im Wald macht, herauszufinden, ob dieserjenige denn nicht eventuell sogar berechtigt ist, ein Feuerle zu machen. Ne? Es könnte zum Beispiel ein Waldbesitzer sein oder es könnte ein Feuerchen in Niedersachsen im Winter sein oder es könnte, na gut, wenn es in der öffentlichen offiziellen Feuerstelle drin ist, das sieht man natürlich. Ne? Aber alle anderen Formen von Feuer, ja, es kann ja sein, dass eine Berechtigung da ist. Vielleicht hat derjenige sich auch tatsächlich eine Genehmigung beim Forstamt geholt beziehungsweise eine bekommen und all sowas ist möglich. Also das ist schon mal Schwierigkeit Nummer 1, jemanden fürs Feuerle machen zu verknacken. Schwierigkeit Nummer 2, jemanden fürs Feuerle machen zu verknacken, ist das Feuerle machen, sofern nicht bestimmte Umstände vorliegen, die ich nicht genau kenne, weil ich nicht genau weiß, wie das strafrechtlich funktioniert. Feuerle machen erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Und das heißt, für Ordnungswidrigkeiten gibt es normalerweise keine hochkriminalistisch spürnasentechnische Strafverfolgung. Ne? Es sei denn, es war jetzt wirklich Brandstiftung im engeren Sinne, dann natürlich schon. Aber wenn man ein ordnungsgemäßes Feuer macht in einer Umgebung, wo tatsächlich nichts brennt, also ordnungsgemäß in Anführungszeichen, also ein Feuer macht, bei dem klar ist, dass hier keine Brandgefährdung davon ausgeht, weil es in einer schön vorbereiteten Feuerstelle zum Beispiel gemacht wird oder gerade bei strömendem Regen oder der Wald gerade ohnehin super nass ist oder es sich um einen Laubwald handelt, der so gut wie nicht brennen kann und, dann ja, reicht das auf jeden Fall wahrscheinlich juristisch nicht, das Ganze als Brandstifterei quasi anzuzeigen und dann da eine entsprechende Ermittlung vorzunehmen. Jedenfalls hat bisher noch nie jemand, soweit ich weiß und soweit das durchgedrungen ist, einen im Walde Feuer machenden YouTuber oder ähnliches angezeigt wegen Brandstiftung. Meines Wissens. Ne? Aber das wäre jetzt noch die Möglichkeit, die am ehesten zur Verfügung stehende Möglichkeit, wenn man eine Strafverfolgung herbeiführen wollte, für so jemanden, der im Walde eben Feuerle macht, ihn wegen Brandstiftung anzuzeigen, weil dann müsste, glaube ich, gegebenenfalls sogar ermittelt werden, wenn jetzt halt niemand sagt, ach was, das ist so Firlefanz, da braucht man gar nicht erst, das ist die Ermittlungskosten nicht wert. Ne? Und das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen der Fall sein. Also der Faktor, dass es sich das Feuermachen im Wald, das illegale Feuermachen per se erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit ist, das spielt schon so eine gewisse Rolle. Ne? Außerdem kommt ja noch erschwerend dazu, eine Ordnungswidrigkeit heißt, es kann ein Bußgeld verhängt werden, nicht es muss ein Bußgeld verhängt werden. Das liegt wirklich so ein bisschen im Auge des Betrachters, also desjenigen, der da halt eben mit dem Bußgeld verhängen zuständig ist. Deswegen, da haben wir schon so ein paar Unsicherheitsfaktoren. So, und jetzt kommt noch erschwerend dazu, wenn man so jemanden verknacken wollte, müsste man
wissen, wann hat er denn dieses Feuer gemacht. Und aus dem Video geht ein Wann nicht hervor, weil man müsste ihm quasi vorwerfen, Sie sind beschuldigt am so und so vielten um circa so und so viel Uhr illegalerweise ein Feuer im Wald gemacht zu haben. So, ne? Und da man das Video ja irgendwann hochladen kann, folgt daraus eben nicht der genaue Tag und die genaue Uhrzeit. Wenn jetzt also in dem Video nicht zufällig im Hintergrund eine digitale Datumsanzeige einer, was weiß ich, Stadtapotheke, die haben ja manchmal so Masten, wo das dran steht, zu sehen ist, oder derjenige im Video gerade die Tageszeitung hochhält, das muss ja noch nicht mal die aktuelle sein, kann man auch schlecht beweisen, ist es unglaublich schwierig, eben jemandem nachzuweisen, wann genau dieses Video jetzt entstanden sein muss. Ne? Wann genau? Ungefähre grobe Einschätzung, dass es vielleicht Winter ist oder Sommer oder sonst was, und auch das Jahr, das kann man ja vielleicht noch spekulieren, aber man kann es halt eben nicht beweisen. So, und dann ist das nächste Problem, dass man den genauen Ort kennen muss, an dem derjenige hier ein illegales Feuerchen verbotenerweise im Wald gemacht haben soll. Und jetzt ist es so, dass Wälder unglaublich schwierig, ohne Anhaltspunkte wie markante Art, zu unterscheiden sind. Also selbst der Förster, der den entsprechenden Wald, in dem er förstert, besser kennt als jeder andere, als wirklich jeder andere, selbst der dürfte Schwierigkeiten haben, wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, dass zum Beispiel der kleine Waldausschnitt hier hinter mir, insbesondere natürlich, wenn es dunkel ist, aber selbst wenn es hell wäre, genau in seinem Wald ist, und müsste das ja auch noch in irgendeiner Form ein bisschen beweisen können. Er müsste also den exakt gleichen Bildausschnitt finden und dann sagen können, das hier ist genau in meinem Wald ganz offensichtlich absolut einleuchtend. Und das ist umso schwieriger, dass so ein Wald ja nicht statisch ist, sondern durchaus geneigt ist, sich im Laufe der Zeit ja ein klein wenig zu verändern. Hui. Ich lege Brennmaterial nach. Das sieht ja je nach Jahreszeit verschieden aus. Kommst du in 5 Jahren wieder, sieht es gänzlich anders aus. Deswegen ist ja auch die Orientierung querwald ein, wer da schon mal ein bisschen festgestellt hat, dass das gar nicht so einfach ist, deswegen ja durchaus nicht von der Hand zu weisen, die Schwierigkeit des Ganzen, eben weil ja durchaus der Wald jedes Mal anders aussehen kann, wenn man drin unterwegs ist. Wenn man irgendwo länger nicht war, dann sieht es da auch anders aus. Und das macht die Orientierung dann teilweise ein bisschen schwierig. Und eben, wie gesagt, selbst der Oberförster in seinem eigenen Wald kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wo exakt nun dieses Delikt stattgefunden haben soll. Es sei denn, jemand ist natürlich so blöd in Anführungszeichen und macht sein Feuerchen an irgendeinem Ort, der zweifelsfrei zugeordnet werden kann, ne? Wo das ist. Also beispielsweise an irgendeinem Naturdenkmal, da ist es dann auch klar verboten. Und da könnte einem dann wirklich eine entsprechende Konsequenz daraus folgen. Auch wenn man nicht genau sagen kann, wann das gewesen ist, ist ganz klar offensichtlich, dass jemand an diesem markanten Ort ein Feuerchen gemacht hat. Und das könnte unter Umständen dann auch schon wieder reichen, um zumindest mal versuchen zu können, da ein entsprechendes Ordnungsgeld zu verhängen, ne? Aber ich bin da natürlich auch kein Experte. Aber das sind einfach so Sachen, die das aus meiner Sicht ziemlich schwierig machen, ein illegales Feuer im Wald, auch wenn es auf YouTube aufgenommen ist, zu ahnden. Außerdem gibt es dann noch die Schwierigkeit, dass ja manche derjenigen, die da einfach Feuerchen machen, tatsächlich auch anonym unterwegs sind. Gut, das sind nicht viele und schon gar nicht die Großen. Ich bin es ja auch nicht. Wäre aber auch nochmal was man so ein bisschen in Erwägung ziehen möchte. Und ja, der Aufwand, ne? Weil so ein Feuerchen, ein illegales, ohne dass was abgefackelt ist, das noch einigermaßen vernünftig gemacht wurde, das kann so maximal 40, 50 Euro kosten. So, und je nachdem, wie lange jetzt der geneigte Beamte, der das jetzt ahnden soll, da dran hockt, um da eben entsprechend das Material zusammenzutragen, um das zu ahnden, kostet das die Staatskasse, so ein Beamter ist ja bekanntlich teuer, gegebenenfalls noch mal etwas mehr als 50 Euro. Auf gut Deutsch, das lohnt sich hinten und vorne nicht. Man müsste das schon nur deswegen tun, weil man gerne einen Präzedenzfall schaffen möchte, weil man gerne ein Beispiel geben möchte dafür, dass man das mit dem deutschen Wald nicht machen kann, hier einfach ein völlig harmloses, illegales Feuer im Walde anzünden. Das geht ja nun überhaupt nicht. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich finde grundsätzlich richtig, dass Feuermachen im Wald verboten ist. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen erstens mal eine Sanktionsmöglichkeit, eine gute, relativ praktikable Sanktionsmöglichkeit.
Reaktionsmöglichkeit. Und zweitens ist man sich dessen hoffentlich, also viele Leute zumindest, dessen bewusst, wenn man dann doch ein Feuer im Walde machen sollte, dass man nicht darf, dass man da etwas tut, was kritisch zu hinterfragen und zu behandeln ist und wo man doch mal überlegen muss, muss das jeden Tag sein. Kann man dann natürlich trotzdem machen, ne? Insbesondere wenn man Imker ist zum Beispiel. aber ja, ne? Also es gibt ja auch Möglichkeiten, eben entsprechend die Erlaubnis zu bekommen. Tatsächlich ist wahrscheinlich, nachdem ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt habe, aufgrund zahlreicher Kommentare vom Tactical, herzlichen Dank, ist es vielleicht wirklich die einfachste Methode, an eine dauerhafte Feuergenehmigung zu kommen, in den meisten Bundesländern, wenn man einfach ein kleines bisschen Imkerei betreibt. Ne? Da reicht wirklich ein kleines bisschen Imkerei und man hat sich irgendwo im Wald einen Bienenstock aufgestellt oder von mir aus zwei oder drei. Ne? Also wirklich so ein bisschen für so das eine leckere Glas Honig pro Jahr. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich leider überhaupt nicht aus und weiß gar nicht, wie viel ein Bienenstock an Honig ergibt. Keine Ahnung. Aber sowas würde neben dem positiven Aspekt, dass man natürlich erstmal dem Bienchen was Gutes tut. Zweitens dem Honig. Honig ist lecker. Ne? Drittens ein schönes Hobby. Viertens, man darf Feuer machen. Ne? In vielen Bundesländern zumindest. Also das wäre so wahrscheinlich wirklich die einfachste Methode, an eine Feuererlaubnis eben entsprechend ranzukommen, wenn man dann vorher halt eben die Erlaubnis bekommen hat, irgendwo Bienenstöcke aufzustellen. Das ist ja dann nochmal das Nächste. Ne? Aber ja, doch, vielleicht ist das noch am einfachsten. Ja, also das sind so diese Gedanken, meine Gedanken zu dem Thema, wie man das realisieren kann, was man da beachten muss und ob einem da jetzt... Ne? Deswegen ist es trotzdem meiner Meinung nach nicht unbedingt besonders richtig, vorsichtig ausgedrückt, wenn man hier ständig illegale Feuerchen im Walde macht und diese dann filmt und nie dazu sagt, das ist der springende Punkt. Das ist meiner Meinung nach der absolut springende Punkt, dass das sich hier um ein illegales Feuerchen eigentlich handelt oder es zumindest andeutet oder zumindest irgendwie darauf hinweist, dass das, was man hier tut, nicht zwingend so nachgemacht werden kann, dass der Nachmachende keinerlei Konsequenzen zu befürchten hätte. Ne? Solange man das mal schön hinzufügt oder vielleicht in die Videobeschreibung schreibt oder 26.000 Videos zu dem Thema gemacht hat, so wie ich, dann finde ich, ist das Ganze moralisch, ethisch-moralisch schon eher vertretbar. Ne? Ja, im Übrigen, ich genieße schon das eine oder andere kleine Sonderrechtchen, was die Feuermacherei angeht, ne? Aus beruflichen Gründen. Und da muss man sich jetzt bei mir nicht so sehr Sorgen drum machen. Aber ich bin mir schon sicher, dass es viele, 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 zum Teil auch sehr, sehr große YouTuber gibt, die das eine oder andere Feuerlein im Wald, das auch heute noch online ist, mit Sicherheit ohne Genehmigung gemacht haben. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Deswegen auch ja durchaus eine berechtigte Frage. Ihr seht, ich lasse mir etwas Zeit beim Beantworten der Frage, auch wenn das potenziell kürzer möglich wäre. Das liegt natürlich daran, dass es hier gerade sehr gemütlich ist im Walde. Ich muss dann die runterfallenden Feuerwürfel, die von meiner Beleuchtungseinrichtung runterfallen, hier immer gelegentlich ein wenig ausmachen. Ja eben, damit auch nichts passieren kann und so weiter und so fort. Ne? So, da brennt es wieder lichterloh. An dieser Stelle sind wir aber auch schon durch. Kommen wir zum nächsten Video. Das seht ihr dann wann anders. Macht's gut. Wah!